Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu Trine, jetzt der vierte Teil. Wir haben ja den dritten gerade beendet gehabt und der war ja sehr kurz und auch nicht sehr beliebt. Vielleicht zum Teil nicht gerechtfertigt, auch wenn sie das Skillsystem ja auch entfernt haben und so. Und jetzt sind wir bei Trine 4, der wieder viel bessere Kritiken bekommen hat. Und ich muss auch wieder mal sagen, Musik, das können sie, wenn ich das schon im Hintergrund höre. Klassisch, Schwierigkeit, normal. Bin ja gespannt, ob die Story jetzt fortgesetzt wird oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass nicht. Sieht auch nicht danach aus. Eines schönen Tages wachte Amadeus, der Zauberer, in einem Häuschen hoch oben in den Bergen auf. Er war weit weg von zu Hause, da er zusammen mit anderen Zauberern eine Zauberkonferenz besuchte. An jenem Morgen beschloss er, dem Briefkasten einen Besuch abzustatten, obwohl er dafür lästig weit zu laufen hatte. Dann auf zum Briefkasten. Untertitel sollten wir vielleicht noch anmachen. Gibt es hier irgendwo? Eigentlich war Untertitel schon an. Komisch. Aber es sieht wieder mal echt hübsch aus. Muss man sagen. Es ist auch schön, wieder nicht in den Hintergrund laufen zu können. Ganz schön frisch hier. Ja, mir wird es ein bisschen zu kalt. Zeit für eine Schneeballschlacht. Okay, mit Linksklick diesmal. Warum fällt? Nicht mehr mit Rechtsklick. Oh, das ist ein bisschen wie bei diesen Handyspielen, wo sie dann immer sagen, boah, wenn du das hier schaffst, dann ist dein Brain so richtig krass. Oh, man kann die aufeinander stacken und das Schneebahn machen. Mit Y und X drehen. Aber das geht immer nur in so vergefertigten Winkeln. Ach, quasi. Bei diesem einsamen Spaziergang durch die Wildnis vermisse ich meine alten Abenteuer. Die Nahtoderlebnisse allerdings weniger. Oh, da oben ist ein Dingens. Nee. Ja. Jetzt nur noch da hoch. Mit E-Kisten beschweren, nicht mit F, okay.
Holländer. Ja, so schön. Okay. Gute alte Kistenmagie. Hilft mir aus jedem Tief heraus. Oh, arme Ziege. Das ist wirklich der am meisten weitest entfernte Briefkasten ever. Na, ja. Ich hätte Margaret und den Kindern längst eine Postkarte schreiben sollen. Und warum ist dieser nächste Briefkasten nicht näher an der Zivilisation? Warum leuchtet der Schnee da so? Aha. Oder ist es einfach nur der Balken, der da noch mit leuchtet? Das ist der Balken, glaube ich, ne? Oh nein, die Lawine von letzter Nacht hat die Brücke zerstört. Wie komme ich denn jetzt zum Briefkasten? Unglaubliche Ziege. Danke dir. Ziegli hier. Moment lang dachte ich schon, sie will mich rammen. Aha. Oh, mal versteckte Tropfen diesmal. Da oben sind auch nochmal Tropfen. Ja, ich kann nur eine Kiste gleichzeitig beschwören. Ah. Oh, da muss ich dann eh hin quasi. Ups. Und zack, Kacke auf das Ganze da unten. Was ist das? Ein Brief für mich? Lieber Amadeus der Zauberer, wir haben eine Mission höchster Dringlichkeit für euch. Ihr müsst Prinz Silius finden, einen Schüler der Astralakademie. Er ist unter mysteriösen und gar mühseligen Umständen verschwunden. Ich? Zu launenhaft, um Zauberei zu erlernen? Ich werde zaubern lernen. Der zweite unserer verzauberten Helden war Pontius der Ritter. Kurz vor Beginn unseres Abenteuers ging Pontius gerade seinen ritterlichen Pflichten nach. Dabei führte ihn sein Weg zum verfluchten Herrenhaus. Das verfallene Anwesen hatte einem jüngst verstorbenen Ritter gehört. Nach seinem Begräbnis war dieser jedoch vom Grabe auferstanden, als verbitterter Untoter, der nun seine Nachbarn quälte. Doch Pontius war gekommen, um dem Spuk ein Ende zu machen, mit Schwert und Schild und der Hoffnung, dass danach ein schönes Stück Kuchen winkte. Ja, wir müssen trotzdem nochmal bei dem Untertitel nachgucken. Das kann doch nicht sein. Sound und Sprache, Untertitel. Okay.
Problem gelöst. Okay. Kürbissen reiten, alles klar. Er kann nicht mehr geil schweben. Das schöne Haus. Das muss früher ein gemütliches Eckchen gewesen sein. Mit Feldern voller guter Sachen, die man gerne in einem Kuchen haben möchte. Stampfattacke kann er dafür jetzt, okay. Ich meine, gut, konnte er davor auch in gewisser Weise. Ein altes Geisterhaus. Aber ich bin ja schlau. Zur Mittagszeit hier. Bei Tage sind verfluchte und tote Ritter viel ungruseliger. Ja, das ist smart auf jeden Fall. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das echt gut. Der Stil ist echt cool. Ja, wie sie es geändert haben mit Grafik und so, wie es aussieht und wie es gemacht ist bisher. Mega nice. Wie ein anständiger Ritter zu einem so elenden Schurken werden kann, verstehe ich nicht. Da gibt es nicht viel zu verstehen, Kamerad. Aber einst war ich genau wie du. Ein merkwürdiger Bursche. Nach einer schweren Verletzung konnte ich nicht mehr richtig kämpfen und wurde entlassen. Alle anderen Ritter schämten sich für mich. Am Ende ließen mich meine Freunde und meine Diener im Stich. Und ich verrottete hier in der tiefsten Provinz. Das ist keine Ausrede für böse Taten. Na, geht eigentlich. Dass man die dann nicht als Veteran verehrt, ne? Musik ist auch geil. Hier bin ich, elender Ghoul. Dann komm, lass uns jetzt kämpfen. Das interessiert ihn alles gar nicht, was ich da mache. Da oben, da müssen wir das Ding wegmachen. Dann einmal stampfen. Und besiegt. Sehr gut. Pontius. Ich glaub's nicht. Das bin ich. Verehrter Pontius der Ritter, Held des Trine. Uns ist ein Prinz verloren gegangen, aber ihr könnt ihn dank eurer außergewöhnlichen Fähigkeiten sicher bald finden. Man macht auch die Tür zu, wenn man da heimlich lernt. Du Depp, du Blöder. Steht deinen Schatten im Traum? Sprich diesen Zauber und er erobert Prinz den Raum. Celius ist nicht unbegabt, war aber vor einiger Zeit in einen Unfall verwickelt, als er seine Kräfte anwandte. Behandelt ihn streng?
doch mit Vorsicht. Unsere letzte Heldin war Soya. Wie Amadeus und Pontius war auch sie von den mysteriösen Kräften des Trine verzaubert. Das Schicksal hatte sie in eine Stadt geführt, in der fröhlich gefeiert wurde. Doch Soya hatte nicht vor, sich dem Trubel anzuschließen. Kurz bevor unser Abenteuer seinen Lauf nahm, hatte Soya die ganze Nacht mit geheimnisvollen Machenschaften verbracht. Oh. Nicht alle davon waren besonders schicklich für eine Heldin. Während die Bewohner ausgelassen feierten, schlich Soya in schurkischer Absicht durch die Stadt. Eine gänzlich ehrliche Geschäftsfrau hätte das Haus wohl durch die Tür verlassen. Da oben waren so viele Gemälde. Die werden Wochen brauchen, bis sie merken, dass eins fehlt. Moment, jetzt rede ich schon mit mir selbst. Okay, man kann wieder nur an Haken befestigen. Fanden sie wohl zu krass, wie es bei den früheren Shrine-Teil waren. Okay, man bleibt daneben stehen und dann betätigt dieser Hebel automatisch. Auch in Ordnung. Wir kommen zu spät zum Maskenball. Geht er denn nicht die ganze Nacht lang? Soya hatte nicht vor, sich unter die Feiernden auf dem Fest der Masken zu mischen. Auf sie wartete eine ganz andere Verabredung. NPCs hat man ja noch nie gesehen. Also in Trine zumindest. Und verknoten kann man halt immer noch. Na gut, das war auch eine interessante Mechanik. Ziele für das Seil hervorheben mit Alt. Okay. Keine Luftballons erlaubt. Was ist das? Ah, hier Zielschießen. Cool. Nett. Hat mich so ein bisschen an Dings erinnert. Oh, man könnte drüber laufen, ist ja geil. An Little Big Planet, die ganzen Minispiele, die es da immer gab. Aber ich würde sagen, das war die erste Folge von Trine 4. Bisher sehr guter Gesamteindruck. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.